Wenn ihr schon einmal in den Urlaub geflogen seid, ist euch eventuell aufgefallen, dass Hin- und Rückflug unterschiedlich lang dauern. Etwas genauer gesagt, wenn der Flug von Osten nach Westen geht, braucht er länger als von Westen nach Osten. Daran schuld ist der Jetstream. Doch was ist das überhaupt und wie entsteht dieser eigentlich? Damit wollen wir uns in diesem Video beschäftigen. Ein Jetstream ist eigentlich nichts anderes als ein sehr stark wehendes Windband, welches von Westen nach Osten weht. Es gibt mehrere Arten von Jetstreams. In diesem Video wird der Polarfront-Jetstream behandelt. Er weht zwischen dem 40. und dem 60. Breitengrad in ca. 10 Kilometern Höhe, also der oberen Troposphäre. Ein Jetstream kann Windgeschwindigkeiten von 200 bis zu 500 km/h erreichen. Die schnellste Windgeschwindigkeit wurde im Winter des Jahres 1970 über Japan gemessen. Im Zentrum des Jetstreams wurden Windgeschwindigkeiten von 650 km pro Stunde erreicht. Doch wie entsteht ein Jetstream überhaupt? Schauen wir uns das Ganze doch mal am Beispiel der Nordhalbkugel an. Alles beginnt zuerst einmal mit der unterschiedlichen Sonneneinstrahlung zwischen dem Äquator und dem Nordpol. Am Äquator ist die Sonneneinstrahlung sehr hoch, wodurch die Luft am Boden stark erhitzt wird und aufsteigt. Es bildet sich ein sogenanntes Höhenhoch. Genau andersherum ist es am Nordpol. Die Sonneneinstrahlung ist dort relativ gering, weshalb sich große kalte Luftmassen am Boden befinden und sich dadurch am Boden ein Hochdruckgebiet bildet. Um dieses auszugleichen, entsteht darüber ein sogenanntes Höhentief. Wir haben jetzt also in der Höhe zwei Gebiete mit unterschiedlichem Druck. Das Höhenhochdruckgebiet am Äquator und das Höhentiefdruckgebiet am Nordpol. Den Unterschied der beiden nennt man auch Druckgradient. Aufgrund dieses Druckgradienten wollen sich die Druckgebiete mit Hilfe der Gradientenkraft ausgleichen. Sie wehen also aufeinander zu, treffen sich in der Mitte und der Druck ist ausgeglichen. Und der Jetstream fehlt? Ganz so leicht ist es dann leider doch nicht, denn offensichtlich haben wir noch keinen Jetstream. Daran schuld ist die Erde. Denn da die sich ja um die eigene Achse dreht, entsteht dadurch die sogenannte Corioliskraft. Sie bewirkt, dass sich auf der Nordhalbkugel Luft- und Wassermassen nach rechts und auf der Südhalbkugel nach links bewegen. Außerdem ist die Kraft am Äquator am stärksten und wird zu den Polen hin immer schwächer. Das heißt, wenn nun große Luftmassen vom Äquator zum Pol ziehen, wehen sie nicht direkt auf die Tiefdruckgebiete des Pols zu, sondern werden nach rechts abgelenkt. Bis sie sich allerdings endlich miteinander ausgleichen können, haben sie noch ein Hindernis vor sich. Die sogenannte Polarfront. Doch was ist das jetzt wieder? Die Polarfront kann man sich wie eine riesige Wand vorstellen, welche die ganze kalte Luft nördlich von ihrem Pol hält und die warme südlich von ihr. Sie verhindert also, dass sich die warme und die kalte Luft in Bodennähe ausgleichen. Allerdings kann diese Mauer in Höhenlagen überwunden werden und die Druckgebiete können sich endlich ausgleichen. Dadurch entstehen starke Winde, die aufgrund der Corioliskraft nach Osten wehen und ein geschlossenes Windband bilden. Der Polarfront-Jetstream. Der ganze Prozess findet so auch auf der Südhalbkugel statt, weshalb es auch dort einen nach Osten wehenden Polarfront-Jetstream gibt. Außerdem gibt es noch andere Jetstreams, wie zum Beispiel den Subtropen-Jetstream. Dieser wird in diesem Video allerdings nicht behandelt. Doch welche Konsequenzen hat der Jetstream? Der Jetstream hat zum einen Auswirkungen auf unser Wetter, da er ja riesige Windmassen transportiert. Außerdem ist er verantwortlich für die Entstehung dynamischer Tief- und Hochdruckgebiete. Man nennt diese auch Zyklone und Antizyklone. Und um noch einmal zur Frage am Anfang zurückzukehren, warum Flüge bei derselben Strecke unterschiedlich lang dauern. Da der Wind so schnell nach Osten weht, nutzen Flugzeuge dies aus und benutzen den Jetstream quasi wie eine Art Autobahn, um schneller an ihr Ziel zu gelangen. Übrigens erreichen Jetstreams im Winter viel höhere Windgeschwindigkeiten als im Sommer. Ihr könnt ja mal rätseln, warum. Wenn ihr euch noch für andere Themen aus der Geografie interessiert, schaut doch bei den anderen Videos des Kanals vorbei.